Na, diesem bunten Haufen geht es ja wirklich saugut. Und dabei ist es gar nicht so selbstverständlich, dass es sie noch gibt. Die bunten Bentheimer Schweine gehören nämlich zu den bedrohten Arten. Der Tierpark Nordhorn hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass es die borstigen Vierbeiner auch in Zukunft noch gibt. Erhalten durch Aufessen, das ist hier das Motto. Tatsächlich für unsere bunten Bentheimer Schweine besteht nur dann eine Hoffnung, wenn die Schweine auch einen Nutzen haben. Sprich, wenn irgendjemand deren Produkte kauft. Denn beim Schwein ist es nun mal so, die Liebe zum Schwein geht am Ende immer durch den Magen. Ne, Luise? Ja. Luise und ihre Artgenossinnen Annabelle und Ann-Christine lassen sich keine Leckerei durch die Lappen gehen. Mehr Tierwohl macht sich auch im schmackhaften Fleisch der Bentheimer bemerkbar. In der Dorfmetzgerei des Tierparks werden die tierischen Produkte verköstigt und verkauft. Wir haben zum Beispiel einen Bacon hier, der hat unheimlich viel Fett. Der ist vom bunten Bentheimer. Und hier kommen Leute rein, die kaufen Schinken, der da manchmal so viel Speck hat, aber dann ein bisschen noch Schinken. Und speziell dafür, weil es eben diesen leckeren Geschmack gibt. Wer hier ein Produkt vom Bentheimer Schwein oder vom ebenfalls bedrohten altdeutschen Niederungsrind kauft, trägt aktiv zur Erhaltung der Arten bei. Und das Fleisch ist durchaus beliebt. Wer hier reinkommt, weiß, dass es kein Billigfleisch ist. Wenn Sie das Grillfleisch auf den Grill legen, dann haben Sie auch noch Grillfleisch. Auch so viel, wie Sie vorher hatten. Das zählt nicht so ein, als wenn Sie dann aus der normalen Tierhaltung haben und im Supermarkt. Ne? Fleisch bewusst kaufen bedeutet aber auch, zum Fleisch vom Metzger um die Ecke zu greifen. Da geht es vor allen Dingen auch um das Vertrauen, um die Kenntnis, wo kommt das Fleisch her. Wir bei uns kennen unsere Haltung und legen dafür die Hand ins Feuer. Das ist gute Haltung, gute Ernährung, viel Bewegung. Das ist natürlich für die Tiere gut und das merkt man nachher auch in der Qualität des Fleisches, in der Qualität der Produkte. Die Niederungsrinder und die bunten Bentheimer verbringen von der Geburt bis zum Schlachter ihr gesamtes Leben in der Grafschaft. Da wachsen einem die Schützlinge schon mal ans Herz. Lecker. Natürlich hängt man an den Schweinen, aber man weiß eben auch im Gesamtkontext, dass man was Gutes tut, wenn am Ende auch das eine oder andere Schwein dann eben zum Schlachter geht, verarbeitet wird. Das hindert einen aber nicht daran, trotzdem während der Lebenszeit vernünftig und verantwortungsvoll, auch durchaus liebevoll mit den Tieren umzugehen. Retten durch Nutzen oder erhalten durch Aufessen. Egal wie man es ausdrückt, der Teller spielt dabei wohl immer eine wichtige Rolle.